der Zwischenzeit geschah. Ein neuer Tagesbericht beschert uns 110 Kronkorken und 83%. Wir haben eine neue Quest ausgewählt. Radioaktivität, untersuche eine seltsame Funknachricht. Ja, die Quest ist für Stufe 5 und wir werden sie antreten. Radioaktivität, aus dem Radio ertönt ein seltsamer hoher Ton. Das Signal scheint aus einem alten verlassenen Gebäude zu kommen. Für diese Quest wurden natürlich wieder Dalo, Riot und Hex ausgerüstet und haben sich auf den Weg gemacht. Viel Glück, ihr beiden! Nach einem Tempomodus ist ein kleines Feuer im Generator ausgebrochen. Und der mysteriöse Fremde konnte erneut im Vault geschnappt werden. Rose und Henry werden die nächsten stolzen Vault-Eltern werden. Und ein weiteres Feuer konnte im Diner gelöscht werden. Und das war's. Und da sind wir wieder zurück in Vault 666 und bekommen direkt den nächsten Tagesbericht um die Ohren geschlagen. Und ich höre den verdammten Fremden schon wieder. Ha, aber ich will natürlich erst den Tagesbericht anschauen. 83%. Ja, jetzt ist er wieder verschwunden. Den erwische ich wieder. Den erwische ich beim nächsten Mal wieder. So, alles mal einsammeln. Und wie ihr eben gesehen habt, habe ich schon... Ach ja, das Baby ist fertig. Da ist ein Baby fertig. Das Baby von Rose und Henry, Patrick Robinson. Süß. Ja, wer ihm einen anderen Namen geben möchte, nur zu. Ah, okay, und das hat eine Aufgabe hier noch. Genau, deswegen hatte ich das überhaupt gemacht. Jetzt fällt es mir auch wieder ein. Deswegen hatte ich die beiden überhaupt hier zusammen reingesteckt, weil ich diese Aufgabe hier hatte. Sehr gut, haben wir das auch. Und, wie es scheint, habe ich einen neuen Raum entriegelt. Ha, jetzt kommt da hier alles zusammen. Schauen wir erstmal, was das ist. Ach, das Radiostudio. Okay. Alles klar. Lockt neue Bewohner aus dem Ödland an. Ja, schaue ich mal bei Gelegenheit, dass ich das hier auch irgendwie unterkriege und baue. Vielleicht nehme ich dafür hier die Ecke, weil ich glaube nicht, dass das besonders groß sein muss. Vielleicht fülle ich damit hier diesen einen Platz. Das ärgert mich total, dass ich hier dieses Aufseherbüro hingebaut habe, weil man das tatsächlich nicht verlängern kann. Also das ist einfach festgelegt auf die Größe. Wenn ich es jetzt hier hingepackt hätte, einfach... dann hätte es da optimal den Platz ausgenutzt und würde hier nicht mittendrin sein. Aber das wusste ich halt nicht. Ich kannte das ja bisher noch nicht. Und das ärgert mich jetzt. Oder ich hätte es hier hinbauen sollen. Und dafür das Lager irgendwie hier oder hier unten oder keine Ahnung, was auch immer. Auf jeden Fall nervt mich das jetzt, dass es da ist. Aber egal. So, zu wichtigeren Dingen. Wie ihr eben gesehen habt, habe ich schon wieder unsere beiden Helden auf die nächste Quest geschickt. Da muss ich gleich mal schauen. Ich nehme an, wenn ich hier das Ödland anklicke, dass ich dann da hinkomme oder hier über die Liste. Aber vorher muss ich noch eine weitere Umbenennung vornehmen. Und zwar hat sich der gute Amos Nope gemeldet, möchte auch gerne hier jemanden beisteuern. Hat aber auch niemand bestimmten genannt, deswegen würde ich auch hier einfach den nächsten nehmen. Ja, Walter Wilson dann vielleicht. Einfach den nächsthöheren Ausdauerwert, damit sich derjenige auch eignet, um ins Ödland zu gehen oder mit auf Quests oder etc. Und ja, also Walter Wilson, womit er dann, glaube ich, ja sogar der Sohn von Riot wäre. Denn der hieß ja ursprünglich auch mal Wilson. Also wird der Amos Nope der Sohn von Riot sein. Allerdings wollte er einen anderen Namen. Und zwar... hätte er gerne den Namen Little Leon. Und ja, den Wunsch erfülle ich ihm gerne. Ist ja auch ganz niedlich, der Name. So, Little Leon. Da ist er. Im Moment arbeitet er noch in der Wasseraufbereitung. Kann ich hier den... Ich würde den gerne
seinen Stufenaufstieg zukommen lassen. So. Okay, ja, dann schaue ich mal, komme ich jetzt hier... Ah, wunderbar, das funktioniert. Radioaktivität, habt ihr eben gesehen, das war die Quest, die ich ausgewählt habe. Und ich würde sagen, die spielen wir dann heute einfach mal. Radioaktivität, finde die Quelle des Signals. Das sind unsere beiden Helden. Ach schön, dann werde ich wahrscheinlich demnächst immer drei Leute losschicken und werde den Little Leon mit an deren Seite stellen. Ihr habt Waffen eigentlich, oder? Ich hatte euch doch Waffen mitgegeben. Ja, die sieht man zwar gerade nicht, aber die haben sie theoretisch dabei. So, wir gehen Raum für Raum hier durch. Und diesmal werden wir auch die Gegner looten. Das kann man nämlich wohl. Aber ich möchte gar nicht drüber reden. So, das ist wohl die richtige Richtung. Ja, viele andere Alternativen haben wir nicht. Hier sehe ich gerade nichts. Ich will wirklich alles mitnehmen diesmal. Es ärgert mich immer noch gewaltig, was beim letzten Mal geschehen ist. So, bitte, tötet die Leute hier. Macht ihr auch automatisch, finde ich gut. Tötet die Radkakerlaken. Ja, los halt, macht doch hier. Bitte, ich bitte darum. So, die bleiben liegen, kann ich sie... Nee, die... Ah, hier, da, die leuchten auch noch. Weißt du, habe ich überhaupt nicht wahrgenommen, dass die leuchten. Ich dachte, alles, was man so räumen kann im Hintergrund, das leuchtete alles so. Und dann habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass da ja noch mehr sein könnte. Ah, ich will gar nicht drüber reden. Ich will weder drüber nachdenken noch drüber reden. Es war einfach nur dumm. Und da haben wir wieder eine leuchtende, auch mit Totenkopf. Ja, hier, Jungs, macht mal. Bitte, wer wen macht, ist mir doch egal, aber tut was. Bitte. So, bleibt irgendwas davon liegen? Nee, die verschwinden jetzt alle, natürlich. Okay. Oh, das Gebäude ist aber groß. Wie groß ist... Ah, okay, das geht. Ah, doch, da kommen aber noch so ein paar Etagen. Nun gut, dann geht mal nach oben. Könnte ich jetzt theoretisch auch von hier aus... Sieht so aus, ne? Ich kann auch direkt nach ganz oben gehen. Ich probiere es nur mal kurz, nur mal bis hierhin so. Ja, das geht auch. Also hier dieses Treppenhaus ist scheinbar komplett zugänglich schon. Ich will da aber eigentlich noch gar nicht hin. Wir gehen hier Etage für Etage durch, würde ich sagen. Und da sind die nächsten Gegner. Und ein Schrank zum Looten. Aber erstmal konzentrieren wir uns natürlich auf die Gegner. Okay, nach dem ersten Angriff... Ja doch, so langsam machen sie dann doch irgendwann mal was, aber... Ich glaube, es muss erst ein Gegenangriff erfolgen. Scheinbar. Also erst wenn die Kakerlake einen der beiden angreift, wehrt er sich. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Das ist alles sehr zögerlich irgendwie. Nun mach doch, Jungs. Und die Sache mit dem kritischen Treffer hatten wir auch noch nicht bisher. So, hier den Schrank. Aha, eine Knarre. Sehr schön. Und in den nächsten Treppenaufgang wahrscheinlich, genau. Ah, ups, Entschuldigung, wollte ich nicht. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich nur das Bild ein bisschen verschieben. So, hier rein. Ist da irgendwer? Nein, aber da steht was. Oh, ein Plan? Ah, ein Bauplan wahrscheinlich. Das sieht aus wie ein Blueprint, also... Der Plan für irgendetwas, was man bauen kann. Das finde ich natürlich cool. So, dann können wir hier hochgehen, würde ich sagen. Ich nehme ja mal an, dass unser Ziel hier oben irgendwo sein wird. Wie das so üblich ist. Im letzten Raum. Oder im vorletzten vielleicht. Ja, genau. Zeigt es Ihnen. Aber da ist niemand. Tja, schade. Aber da hinten gibt's was. Kronkorken. Yeah! Und weiter. Sonst war da nichts? Nein. Und weiter. So, hier muss doch was kommen. Nein, da kommt nichts, aber wir haben Regale mit Kronkorken und einem Pyjama in Tarnfleckmuster. Kann das sein? Sah aus wie ein Pyjama. Gut, dann können wir jetzt weiter nach oben. Und kommen der Sache immer näher. Nächster Raum, nächstes Glück, nächste Kakerlaken. So, macht mal. Ja... Was ist das hier, rundenbasiert? Wollt ihr nicht vielleicht mal... Ihr dürft den Gegner auch gerne schon töten, bevor er euch angreift, finde ich. Und noch ein Plan. Das sieht aus... Ich glaube, das eben war für irgendeine Waffe und das hier sah jetzt eher aus nach Rüstung. Scheint mir so. Ich nehme mal an, ich werde die Dinge später noch genauer anschauen können. Und die nächsten Kakerlaken. Bin mal gespannt, wann wir auf andere Gegner treffen. Denn das Ödland sollte ja mehr zu bieten haben als ein paar Kakerlaken. Ups. Ich habe aus Versehen Hex angeklickt und danach Riot. Und habe wahrscheinlich Glück, dass er ihm nicht in den Rücken geschossen hat. Weil ich missverständliche
Anweisungen gebe. So, hier ist sonst nichts drin. Also weiter. Und wieder eine leuchtende mit Totenkopf. Da sind sie beide schnell darauf zu schießen. Vielleicht macht ihr auch weiter. Wie wär's? Hier. Hex. Riot. Bitte. Danke. Sehr schön. Alles verschwindet. Und weiter. Und hoch. So, noch drei Etagen, wie es aussieht. Oh, da ist jemand. Wer bist du? Das alles hier hat mich eine halbe Ewigkeit gekostet. Who the fuck are you? Mir hätte eine Armee von Radkakerlaken aufs Wort gehorcht. Was bist du, der A-Meister? Und jetzt ist alles ruiniert. Okay, er wollte die Viecher scheinbar abrichten. Das ist auch nicht schlecht. Dafür werden Köpfe rollen. Greift er uns jetzt an? Ernsthaft? Ja, der hat ja auch schon hier... Der ist ja schon so schön markiert. Ja, er greift uns an. Und er hat einen Totenschädel. Na dann. Oh, hier. Wie kann ich das jetzt machen? Ah, okay. I see, das ging jetzt wirklich schnell mit den Pfeilen. Okay, aber jetzt haben wir das auch mal gesehen. Hier, der nächste. Ha, das war schon besser. Dreifacher Schaden. Alter! WTF! Ja, nimm mal ein Stimpack. Besser ist das. Und Riot auch. Besser ist das. Und dann, bitte, greift ihn wieder an. Schnell! Bevor er euch tötet. Mit dem Messer. Vielleicht gehst du auch mal einen Schritt zurück. Mann! Na, endlich. Radioaktivität abgeschlossen. Der Volt braucht dringend einen Masseur. Meine Schultern sind dermaßen verspannt. Oh Mann. Kronkorken. Eine Knarre. Und wir looten den Gegner. Mann, das nervt mich so. Hier, Stufenaufstieg. Stufe 10 jetzt. Der Hex. Okay, durch die nächsten Räume gehen wir aber auf jeden Fall noch durch. Ist ja klar. Hier räumen wir natürlich noch alles weg. Was haben wir da hinten? Kann ich gerade nicht looten, während wir im Kampf sind. Also bitte, Jungs. Erledigt das doch mal schnell. Wie wär's? So, und da hinten gibt's einen weiteren Bauplan. Coole Sache das. Und hier gibt's noch Kronkorken. Sehr schön. Und eine Etage weiter. Oh, mir gefällt das so gut mit den Quests. Mir gefällt das richtig gut. Oh, gleich vier Kakerlaken. Ah, beim Riot muss ich wieder darauf achten, dass er mir nicht wegstirbt hier. Na, wie sieht's aus? Schießen mal? Wie wär's? Danke sehr. Und jetzt auf die da vielleicht? Und der Hex auf die da vielleicht? Nur so ein Vorschlag. Fühlt euch zu nichts genötigt. Aber ich fänd's cool, wenn ihr die Kakerlaken töten würdet. Sehr gut. So, die bleibt liegen und die hat eine Lupe dabei. Okay. Hier hinten gibt's Stimpacks, sehr gut. Und noch ein Bauplan. Was ist denn hier los? Das lohnt sich ja richtig hier, die Geschichte. So, noch ein Raum. Mit einer Kiste. Und einer Jacke. Was ist das, diese Pilotenjacke oder so? Ich meine, die hätte ich beim letzten Mal auch schon gehabt. Der Pyjama da eben kam mir nämlich auch schon bekannt vor. So, und die letzte Etage. Mit den letzten Räumen. So, da war nichts, ne? Im Treppenhaus ist, glaube ich, nichts. Schießen. Du auch? Schießen? Du darfst ihm gerne helfen? Ah, Klebeband! Yeah! Und ein Baseballhandschuh. Dafür werde ich noch nicht mal bezahlt. Du machst das gerne, nur damit du es weißt. Was würdest du mir erzählen, wenn ich sage, okay, ab sofort stehst du im Generator und kommst niemals raus? Da würdest du mal was erzählen. Gerade der Hex. Da würde ich was zu hören bekommen. Gib's doch zu, du magst das hier. Du möchtest das. Klebeband! Und Klebeband! Und der letzte Raum. Und noch einmal weitere Kakerlaken. Okay, ich gebe ihm nochmal ein Stimpack. Besser ist das. Da stehe ich mich wahrscheinlich günstiger, als wenn ich ihn wiederbeleben muss. So. Ja, das war's. Ich glaube, diesmal habe ich auch alles gelootet, was so ging. Das heißt, ich nehme alles mit, was ich hier kriegen konnte. Nochmal gerade schauen durch die Räume. Ich meine aber, hier wäre nichts mehr. Dann können wir diesmal nämlich auch im Treppenhaus direkt nach unten durchgehen. Müssen nicht nochmal durch sämtliche Etagen. Ich
Ich will nur noch mal die Räume kontrollieren, sicherheitshalber. Nicht, dass ich da doch etwas übersehen habe. So, ihr könnt schon mal bis hier unten hinlaufen. Hier dürfte aber eigentlich nirgends mehr etwas sein. Oh, da ist noch was. Da habe ich noch was übersehen. Einen alten Wecker. Siehst du mal. Ah gut, und ich kann das sogar nehmen, während die beiden nicht in dem Raum sind. Das wusste ich jetzt auch nicht. Ich hatte eigentlich gedacht, ich kann den Raum quasi nur durchsuchen, während die beiden auch drinstehen. So, das dürfte es aber jetzt dann doch gewesen sein. Zumindest sehe ich nichts mehr glitzern und ich sehe auch keine Gegner mehr irgendwo liegen. Gut, dann können sich die beiden ja auf den Rückweg machen. Gute Arbeit, Jungs. Gute Arbeit. Ja, das sollen sie. Yeah! Oh, für eine seltene Waffe sogar. Rezept für eine seltene Waffe. Rezept für seltene Waffe. Und eine gehärtete Kaliber 44, also 0,44, glaube ich, ist das, mit Zielvorrichtung. Außerdem ein paar Kronkorken. Ja, wunderbar. Wie lange dauert das jetzt? Ah, okay, 3,5 Stunden sind die beiden unterwegs. Oh, und haben ordentlich Beute mitgebracht. Okay, ich kann mir das Einzelne jetzt gerade doch hier. Rezept für seltenes Outfit. Seltene Waffe, seltenes Outfit, seltene Waffe. Eine seltene Waffe, oder zumindest eine, die blau hinterlegt ist. Was wahrscheinlich gut ist. Und weiteren Kram, den ich hier gerade nicht anklicken kann. Aber okay, 3,5 Stunden, dann sind die beiden wieder da. So. Wir machen derweil hier noch kurz weiter. Und zwar... Ja, haben wir gar keine mehr. Warum klicke ich das überhaupt an? Ist ja doof. Das war unnötig. Questliste schaue ich mir wieder an, wenn die beiden wieder da sind und ich sie wieder losschicken kann. Was haben wir an Aufgaben? Sammle 3 Waffen, weise 5 Bewohner dem richtigen Raum zu. Die sind eigentlich so ziemlich alle im richtigen Raum. Und verkaufe 2 Waffen oder Outfits mache ich ungerne. Die nehme ich mal weg. Sammle auf Quests aus 10 Behältern. Na toll. Hätte ich das vielleicht gerade eben schon gehabt. Ah, das ist natürlich doof. Ich glaube, man kann einmal am Tag, also jetzt geht das nicht mehr, jetzt sind die hier, ja genau. Die Reisedauer im Ödland verkürzen, Herstellung eines Gegenstands sofort abschließen, mehr als ein Ziel pro Tag überspringen. Genau, das ist die Sache. Man kann einmal am Tag nämlich eins dieser Ziele austauschen und dadurch, dass die jetzt, also sie waren ja jetzt so markiert, dass man sie nicht mehr austauschen kann. Wenn ich jetzt Nuka-Cola Quantum einsetzen würde, dann könnte ich das. Bestimmte Quests überspringen? Warum sollte ich das denn machen? Die sind doch lustig. Anpassungen beim Friseur sofort abschließen. Okay. Scheinbar kann man beim Friseur später, ja, die Frisur wahrscheinlich ändern, nehme ich mal schwer an. Und das dauert wohl auch Zeit. So, ich möchte die aber nicht. Nein. Nein. Bitte nicht. Also, die sind jetzt so markiert hier, diese lilanen Ecken bedeuten, dass man schon eine Aufgabe an diesem Tag abgegeben hat. Also hier beendet hat, übersprungen hat und keine weitere mehr machen kann, austauschen kann. Okay, was wollte ich sonst noch? Unser Lager, wie viel Platz haben wir denn da? 9 von 30. Haben wir 21 Gegenstände eingesammelt? Wahrscheinlich nicht, oder? Es dürften nicht ganz so viele sein. Glaube ich jedenfalls nicht. Gut, dann schauen wir uns den Katalog hier an. Mit den lustigen Dingen, die wir bisher so gefunden haben, die noch als neu markiert sind. Und da hätten wir die rostige Jagdflinte. Einen Schaden von 5. Dreckig, aber zuverlässig. Dieser Waffe kannst du vertrauen. Ha, schön. Ich mag den neuen Waffenkatalog. Immer wieder schön da reinzuschauen. Rostige Laserpistole. Schaden 7. Damit kann man vortrefflich Zigaretten anzünden und vielleicht sogar Radkakerlaken erledigen. Ja, kann man. Wenn man denn regelmäßig auf sie schießt zwischendurch. Ich glaube, das war die Waffe, die Riot dabei hatte. Und dann haben wir noch den Billardkö. Macht einen Schaden zwischen 0 und 8. Also, vielleicht hat man Glück und er macht 8 Schaden. Oder man hat Pech und es macht nur 0. Nur 0, also keinen. Das ist doof. Ein Must-Have für jede Kneipenschlägerei. Gut, dass wir keine Kneipe hier haben. Ich glaube, das war's, ne? Ja. Ist auch nichts mehr als neu markiert, aber da kommt noch etliches, was wir finden können. Oder beziehungsweise auch herstellen können, denn wir haben ja jetzt diese Blueprints. Da muss ich gleich mal schauen, ab wann wir denn Räume bauen können, in denen man das herstellen kann. Denn ich nehme an, da wird es so eine Art Waffen,
Waffenwerkbank, also Waffenschmiede und Rüstungsbau geben. So, Outfits haben wir 5 von 131. Die Söldnerausrüstung. Funktional und schmeichelnd. Mehr braucht man im Ödland nicht. Das Buchhalter-Outfit, weil der Kronkorkenvorrat des Vaults sich nicht selbst zählt. Ja, da lasse ich aber auch sonst niemanden ran. So, was haben wir noch? Professoren-Outfit. Manchmal ist Intelligenz doch besser als Muskelkraft. Und das Pilger-Outfit. Zeige deine Dankbarkeit dafür, die atomare Apokalypse überlebt zu haben und für Truthahn. Leckeren, verstrahlten Truthahn. Thanksgiving! Schön. Achso, das hatten wir schon. Das war das Wrestler-Outfit. Okay, und dann haben wir noch neuen Schrott. Neuer Schrott ist auch irgendwie. Yay, ein Baseballhandschuh. Fange einen Baseball, einen Stein oder eine Granate und wirf den Gegenstand zurück. Bei letzterem wäre das durchaus sinnvoll. Eine Lupe. Dieser Ameisenanzünder funktioniert bei Radkakerlaken nicht ganz so gut. Sehr gut. Klebeband. Mit der Geheimwaffe eines jeden Handwerkers fixierst du einfach alles. Gaffertape. Spielzeugauto. Lässt dich die sorgenfreie Zeit als Kind im Vault nochmal erleben. Ja, ich bin dann mal weg, schließe mich im Lager ein und spiele mit meinem Auto. Ein Globus. Schau dir die alte Welt an oder dreh ihn einfach, wenn dir langweilig ist. Naja, allzu lange hat das auch keinen Unterhaltungswert. Da drüben leuchtet schon wieder was. Kamera, decke Verborgenes auf oder mache Vault Familienporträts. Schön. Das Giddy Up Buttercup kennen wir schon und sonst war da nichts mehr. Oh, Schrott gibt's eigentlich wenig. 21 Teile nur, verschiedene. Gerade Schrott ist ja im Ödland wenig Nahrung. Oh mein Gott. Ja, ich kümmere mich schon drum. Komm, machen wir noch. Schießen wir noch einen Tempomodus hinterher. Yay! Na also, das war sogar erfolgreich. Das freut mich doch. Ah! Ups! Nein! Entschuldigung! Entschuldigung, wollte ich nicht. Bleib hier! Bleib hier. War überhaupt nicht meine Absicht. Da ist noch ein Stufenaufstieg. Ja, gut. Jetzt wüsste ich gerade nicht, was wir noch machen sollen. Von daher würde ich sagen, warte ich, dass die beiden Kollegen zurückkommen. Schicke sie dann auf die nächste Quest und die sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Nein, warte, ich gucke noch mal in die Räume. Stimmt, das wollte ich noch tun. Wie war denn das? Waffenwerkstatt ist sogar der nächste Raum, den wir freischalten und zwar bei 22 Bewohnern. Wie viele habe ich jetzt? 20. Oder kann ich 20? Nee, was ist das? 28 kann ich, 20 habe ich, genau. Gut, ich brauche noch 2 Bewohner. Leute, pimpert! Ich brauche Kinder. Ups, wieder nach oben. So. Also, Waffenwerkstatt ist der nächste Raum. 22 Bewohner. Und was haben wir hier? Waffenlager, Klassenzimmer. Outfitwerkstatt bei 32 Bewohnern erst. Das wird noch eine ganze Weile dauern, bis wir das bauen können. Aber zumindest Waffen werden wir demnächst irgendwann herstellen können. Das freut mich. So, und das Radiostudio 600. Wie viel Geld habe ich denn gerade? Könnte man machen. Dadurch bekommt man ja theoretisch auch weitere Bewohner. Das Doofe ist nur, dass ich dann Leute aus den Arbeitsräumen hier abziehen muss und jemanden ins Radiostudio stecken müsste. Das gefällt mir natürlich nicht ganz so gut. Zumal demnächst ja noch der gute Little Leon hier aus der Arbeitsstation wegfällt, wenn er mit auf Quest geht. Ah, Kakerlakenbefall. Aber da steht ja zum Glück schon jemand drin. Raymond Lord. Komm, hier, nimm mal den Billardkö und zeig den Kakerlaken, was du kannst. Oh, das ging schnell. Es hat sich fast gar nicht gelohnt, ihm die Waffe in die Hand zu geben. Aber umso besser. Besser, als wenn die Kakerlaken ihn überrannt hätten. Und er jetzt dann niederliegen würde. So, und da hat er auch direkt noch ein Redaway für mich. Das ist ja wunderbar. Wer waren die letzten beiden, die hier Kinder gezeugt haben? Und was hat das Kind? Ja, für eine Statistik, keine Ahnung. Komm, ich steck die einfach nochmal zusammen, wenn die fertig sind. Was hat sie hier? 2 Minuten noch. Mach mal Tempo. Verdammt. Oh nein! Ein Feuer! Wie heißt sie? Rose Robinson, ne? Ja. Komm, Rose. Rette den Vault.
Sehr schön. Und dann machen wir doch nochmal Tempomodus. 43%, was soll schon schief gehen? Na also, geht doch. Sehr schön. Und dann mach weitere Kinder. Und zwar mit ihm, mit dem du beim letzten Mal schon Kinder gemacht hast. Ihr habt euch gut verstanden. Ich hoffe, dass die sich jetzt wieder direkt gut verstehen, nachdem sie schon ein Kind miteinander haben. Obwohl, das ist manchmal ausschlaggebend dafür, dass man sich nicht mehr gut versteht. Aber ich habe so die Hoffnung, dass die schnell wieder zueinander finden, wenn das schon mal funktioniert hat. Okay, hier haben wir mal Nahrung zum Einsammeln. Alles klar. So, baue ich jetzt das blöde Radiostudio oder nicht? Ich weiß es nicht. Wen hätte ich denn? Wer hat denn hier Charisma? Ich glaube, das sind genau die beiden da oben. Ja gut, der Riot, der ist unterwegs. Ja, und das nächste wäre hier die Rose. Ha, vielleicht kriege ich ja eins der Outfits. Warte, 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 warte. War das, war das, war das? War das der Blöde? Habe ich ihn... Da! Ich habe ihn erwischt! Ich habe ihn erwischt. Ah, und der stand wieder an derselben Stelle, an der ich ihn beim ersten Mal erwischt habe. Sind das vorgegebene Stellen, wo er immer mal wieder herkommt? Wo er immer mal wieder ist? Ich weiß, dass er einmal hier oben in der Ecke gestanden hat. Hier habe ich ihn jetzt schon zum zweiten Mal erwischt und ich glaube, hier unten hat er sich einmal versteckt. Da habe ich ihn aber nicht schnell genug gesehen. Ha, vielleicht sollte ich mir solche Stellen einfach mal merken und die dann, wenn ich das Geräusch höre, sofort absuchen. Mit die Kuckerschens. Mit die Äuglein. So, könnt ihr mal bitte, Kind, belästige deine Eltern nicht. Du sollst direkt den Nachfolger kriegen. Also Radiostation. Ach komm, ich baue das Ding einfach. Irgendwann will ich sowieso alles bauen, aber ich beschränke mich auf eine kleine Radiostation. Das heißt, sie wird nur hier dieses Eckchen einnehmen. Und dann werde ich sie nicht mehr weiter ausbauen. Das Radiostudio lockt Bewohner aus dem Ödland an und erhöht die Zufriedenheit im Vault. Ach, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Dass die auch die Zufriedenheit erhöht. Vielleicht sollte ich sie dann doch größer bauen. Aber jetzt habe ich sie schon an die Stelle gesetzt. Was? Was willst du von mir? Was war das? Was wolltest du mir sagen? Ich weiß es nicht. Ach so, ach hier, guck mal hier. Da läuft was. Sehr gut. Ja, wir steigern uns. Wir laufen steil auf die neuen Bewohner zu. Vielleicht werden es ja Zwillinge. Das wäre ganz toll. Dann hätte ich direkt die beiden, die ich noch brauche. Und sobald wir dann 22 haben, werde ich zusehen, dass wir die Waffenwerkbank da herstellen. Sehr schön. Und dann, ja, produzieren wir Waffen. Ha, finde ich gut. Okay, so, du gehst wieder da unten hin. Ach, schön, ja. Moment, das könnte ich ja dann auch nochmal eben machen. Ich fliege immer über das Ziel hinaus. Nummer 2. Dann, wen haben wir denn hier noch so? Den kann ich mal kurz von seiner Arbeit. Ich ziehe dich mal kurz ab. Geh mal da hoch, obwohl ich hätte sie besser. Hier ist sie schneller. Ich hätte sie besser irgendwo hingestellt, wo sie schneller ankommt. Ich hätte sie wahrscheinlich auch einfach in den Flur ziehen können, ne? So, du bist im Lager und dann gehst du wieder hier runter. War das richtig? Obwohl, vielleicht war das gar nicht der richtige Raum für sie. Ich glaube, die ist so neutral. Die kann nicht so besonders. Ja, die hat halt Glück. Okay, das war jetzt nicht. Ich brauche jemanden, bei dem das deutlicher ist. Bei ihm hatte ich das gerade schon. Komm, machen wir das nochmal schnell. Ach, da kann ich ihn nicht hinziehen. Dann geh mal. Obwohl, ich weiß nicht, ob das gilt, weil ich ihn ja schon hatte. Was hast du? Ja, A ist deutlich. Geh mal hier rüber. Und dann komm wieder zurück. Wir machen es schön kompliziert. So. Das war Nummer 3. Ja, das hier sollte auch deutlich sein. Geh mal kurz hier rüber. Geht das? Ja, ohne dass jemand anderes abhaut. Willkommen im Diner und tschüss. Perfekt. So, und zu guter Letzt, was haben wir hier? Was ist das? P. Ja, das ist auch deutlich eigentlich. Geh mal kurz eine Etage hoch. Hättest du nicht hier rausgehen können, Frau? Das ist ein kürzerer Weg. Du verschwendest meine Zeit. Komm schon, komm schon, komm schon. Und wieder zurück. Na also, geht doch. Perfekt. Wunderbar. Ach Mann! Okay, das nervt mich tierisch an der neuen Steuerung, dass ich hier am
am Rand direkt so weit über das Spielfeld flutsche. Das ist ein bisschen nervtötend. Das nervt mich ziemlich. So, was das Neue? Sammle 3 Waffen. Lösche 4 Vaultfeuer. Da werde ich wohl demnächst noch ein paar Feuer provozieren müssen. Aber nicht jetzt. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir warten auf unsere Helden, die aus der Quest zurückkehren, aus dem Ödland zurückkehren und dann wieder zu neuen Abenteuern aufbrechen werden. Und dann schauen wir beim nächsten Mal, welche Abenteuer uns da so bevorstehen. Ich bedanke mich fürs Zusehen heute, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid und sage Tschüss, macht's gut und bis dann.